Ja, herzlich willkommen. Heute sind wir mit dem Chancenmacher-Bus mitten in Berlin unterwegs. Hier im Innenhof, hier passt der Bus nicht rein, die Zufahrt ist zu knapp. Aber wir sind bei Flex Capital und das ist einer der wenigen Private Equity Fonds in Berlin. Und wir haben die beiden Gründer getroffen und es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Interview. Ja, wir sind hier mitten in Berlin, in einem Berliner Innenhof bei Flex Capital. Herr Walczek ist zu mir gekommen. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu sich und was hat Sie an den Ort hier gebracht? Sehr gerne. Peter Walczek, einer der Gründer von Flex. Ich bin nach Berlin gekommen, einfach um hier zu gründen, 2007, 2008 mein erstes eigenes Startup und dann in die Stadt verliebt hier geblieben und gedacht, Berlin braucht mehr Private Equity und deswegen bezeichnet in der Münzstraße das Büro gegründet. Mhm. Sie sind ja einer der wenigen Private Equity Fonds in Berlin. Die meisten sitzen in Frankfurt oder München. Warum sind Sie eigentlich ausgerechnet nach Berlin gekommen? Wie gesagt, weil wir hier unseren, oder ich meinen Lebensmittelpunkt mit der Familie habe, aber auch natürlich, weil die Tech-Szene hier zu Hause ist. Ich glaube, neben München ist Berlin sicherlich der Standort für Deutschland, wo Software, Startup, Tech zu Hause ist. Da findet man viel Talent, viel Know-how. Deswegen logisch für uns, natürlich hier auch ein Büro zu öffnen. Und ein zweites tatsächlich jetzt gerade frisch ab nächster Woche in München auch. Überall hört man hier Geschirr klappern, weil die Restaurants hier drumherum sind. Haben Sie eigentlich mit Berlin, da würde ich doch noch mal einmal nachfragen wollen, einen Standortvorteil? Ich glaube schon. Also auf der einen Seite wirklich, weil das Tech-Talent, also wir sind ja ein sehr operativer Investor, der wirklich mit anfasst. Und dafür brauchen wir natürlich auch Leute, die operativ in anderen Firmen schon Erfahrung gesammelt haben. Und die findet man hier. Deswegen glaube ich schon, an der Stelle haben wir auf jeden Fall einen Standortvorteil. Mhm. Tech und IT ist Ihr Schwerpunkt, also Ihre Ausrichtung. Findet man heute in Deutschland genügend Unternehmen, in die man investieren kann, die auch schon mittelständisch sind? Das würde mich interessieren, warum dieser Fokus? Auf jeden Fall. Wir glauben, es gibt in Deutschland im deutschsprachigen Raum 9.000 bis 10.000 Tech-Unternehmen. Und Deutschland oder der deutschsprachige Raum ist tatsächlich der zweitgrößte Softwaremarkt der Welt. Ja, und ich glaube, die Pandemie und auch der Ukraine-Krieg hat gezeigt, ein sehr stabiler Markt, ein wachsender Markt. Aber in manchen Bereichen fallen wir schon hinter die USA, in Israel, teilweise den asiatischen Raum zurück. Und deswegen glauben wir, braucht man Know-how, Know-how-Transfer, aber auch Kapital. Und deswegen fokussieren wir uns auf diesen Sektor, um diese Hidden Champions, die es, glaube ich, in ganz vielen Industrien in Deutschland gibt, auch im Software-Tech-Bereich zu schaffen. Mhm. Und diese Schichten wollen wir gerne prägen. Ein großes Thema, was unsere Branche derzeit umtut, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist das für Sie als Investor? Das ist für uns sehr wichtig. Ich glaube, gar nicht so sehr als Investor, sondern als Flex. Einer unserer Kernwerte ist Make a Positive Impact und das definieren wir jetzt sehr breit. Wir fangen bei unseren Mitarbeitern an. Das geht natürlich über deren Familien, über unser Portfolio, unsere Unternehmen, unsere Investoren, überall das sozusagen definieren wir das. Und natürlich ganz breit bei unseren Investments. Wir haben uns deswegen entschieden, ein ESG 8 nach SFDR Artikel 8 Fonds zu sein. Das heißt, dass wir im gesamten Investmentprozess, angefangen bei der Due Diligence, aber auch in der Halteperiode da ganz bewusst darauf achten. Wir haben ein sehr ausführliches Reporting mit über 80 Kennzahlen, wo wir transparent messen, das auch kommunizieren an unseren Investoren, aber auch auf unserer Webseite, aber auch natürlich Maßnahmen ableiten entlang aller ESG-Faktoren, also Environmental, Social, Governance. Und darüber hinaus, es gibt ja diese sogenannten PIE-Faktoren, Principal Adverse Indicators, da gehen ja ganz, ganz viele andere Private Equity Fonds den Explain-Weg, wo sie erklären, warum wir was nicht tun. Und wir gehen den Comply-Weg, ich glaube, sind wir einer der ersten in Europa, um diese strengen Regularien zu befolgen, weil wir auch glauben, es macht Sinn und stiftet Wert. Ja, also das finden wir ganz gut. Wir wollen auch eine Impact-Investing-Gruppe innerhalb des BVK errichten. Also herzlich willkommen, da vielleicht mitzuwirken und Ihre Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank, dass das mit dem Interview geklappt hat und wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.
Ja, Herr Joost ist bei mir, auch von Flex Capital. Sie sind einer der Gründungspartner mit. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu sich, was Sie motiviert hat, im Prinzip die Beteiligungsgesellschaft zu gründen und Private Equity in Berlin zu machen. Sehr gerne. Ich habe direkt nach dem Studium 2008 eine Online-Jobbörse für Berufseinsteiger, Absolventer gegründet. Vom Timing her ein bisschen schwierig, eine Online-Jobbörse, die Finanzkrise rein. Sie können sich vorstellen, da gab es einiges zu tun, haben dann VC-Geld geraced. Haben das nach 1,5 Jahren verbrannt. Ich wollte Neues haben, es gab keins mehr. Und dann musste ich die Firma bootstrappen. Es war sehr, sehr steinig, hat 7 Jahre gedauert, aber sehr viel uns beigebracht. Und konnte die Firma dann nach 7 Jahren zum Marktführer aufbauen. 120 Leute, sehr profitables Geschäft. Und haben dann an die Funke Mediengruppe verkauft. Und anders als viele andere meiner Kollegen, die dann ins Angel Investing reingegangen sind, habe ich mir überlegt, die Sachen, die wir gelernt haben bei der Skalierung von gebootstrappten Firmen, die anzuwenden auf Firmen, die wir zunächst mehrheitlich kaufen konnten. Haben es dann ein paar Mal gemacht, zusammen mit meinem Partner Peter. Und es hat dann zur Gründung von Flex geführt im Jahr 2019. Mhm. Ja, und jetzt wachsen Sie ja kräftig. Also das scheint ja einen Markt dafür zu geben. Sie haben gerade einen Fonds geraced, einen ganz neuen Fonds, 300 Millionen eingesammelt. Uns interessiert natürlich, welchen Schwerpunkt der Fonds haben wird, was das Besondere daran ist. Ja, wie im ersten Fonds schauen wir eigentlich genau auf die Sachen, die wir gut können, die wir aus unserer eigenen Geschichte ja gut verstehen. Und das sind gebootstrappte Firmen aus dem deutschen Tech-Mittelstand. Das heißt, wir schauen auf Internet- und Software-Geschäftsmodelle in der DACH-Region, bisher Deutschland, aber eben auch offen für Österreich und die Schweiz. Und beobachten bei den Firmen eigentlich immer dieselben Muster. Dass die, wenn sie gebootstrappt sind und mindestens 1 Million EBITDA erreicht haben, mindestens 5 Millionen Umsatz erreicht haben, wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht haben und die schweren Aufgaben eigentlich schon gelöst sind. Und die schweren Aufgaben ist ja wirklich, den Produkt-Markt-Fit zu finden und die Grundfunktionen der Firmen gut zu machen. Und was sie aber selten gemacht haben, ist, dass sie auf die leichten Hebel geschaut haben. Die leichten Hebel können sein, das Management-Team zu ergänzen, auf KPIs zu schauen, mal einen Zukauf zu machen. Und die Kompetenz bringen wir rein und bringen damit Firmen wirklich deutlich, deutlich weiter. Weil wir, um den Bogen zu schließen, aus der eigenen Erfahrung gelernt haben, eine Firma wächst von 0 auf 5 Millionen, ganz anders als von 5 auf 20. Und das bringen wir da rein. Das ist ja sozusagen dieses Abholen der Firmen, die vielleicht aus dem Growth-Bereich des Venture-Capital-Umfeldes kommen und dann diesen Sprung in den Mittelstand machen und weiter wachsen können. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es dafür eigentlich auch einen deutschen Markt? Wir hören immer, wenn die Firmen richtig wachsen und gerade in diesem, sag ich mal, IT-Tech-Bereich, dann stehen eigentlich auch schon die ganzen ausländischen Käufer bereit und dann geht die Software, die Ideen und alles, was dahinter steckt, ins Ausland und nichts bleibt hier. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen, weil wir zu wenig Kapital haben und auch zu wenig vielleicht Private Equity Fonds, die darauf spezialisiert sind? Ja, Sie müssen sehen, wir schauen auf gebootstrappte Firmen. Das heißt, diese, wir glauben, Misconception, dass man unbedingt Geld braucht, um überhaupt irgendwas bauen zu können, das sehen wir eigentlich Tag für Tag anders. Und die gebootstrappte Firma ist ja eine, wo sich 1, 2, 3 Gründer zusammentun, aus dem Nichts heraus, aus dem Eigengeld, die Firma aufbauen, auf ein gewisses Level kommen. Das heißt, wir treten wirklich auch dieser These entgegen, man braucht dringend Geld, um irgendwas machen zu können. Was wir schon sehen ist, dass um dann wirklich diesen Skalierungsschritt zu gehen, dafür braucht es Geld. Da ist aber aus unserer Erfahrung nach auch Geld da. Denn Sie müssen sehen, eine gebootstrappte Firma hat was Tolles gebaut, hat was Stabiles gebaut. Und dann diesen nächsten Schritt zu gehen, ist ein deutlich risikofreieres Investment, als in einen reinen Businessplan zu gehen. Mhm. Insofern, dafür sehen wir auch einen Markt, dafür sehen wir auch zunehmend mehr Private Equity Firmen, die versuchen, was Ähnliches zu machen wie wir. In den USA hingegen ist der Markt natürlich schon viel, viel weiter, da gibt es viel, viel mehr Firmen. Das heißt, noch einiges an Weg zu gehen, aber ich glaube, sehr gute Ansätze hier. Warum würden Sie sich als Chancenmacher begreifen? Na, ich denke, wir sind Chancenmacher für Unternehmen und Unternehmer, die was aufgebaut haben und dann irgendwann sagen, für die nächsten Schritte muss ich nochmal über mein persönliches Risiko neu nachdenken. Der typische 35-jährige, 40-jährige Gründer, der eine tolle Firma gebaut hat, dann heiratet er, bekommt Kinder und plötzlich spielen die privaten Sachen eine größere Rolle und es fühlt sich nicht mehr so richtig an, das ganze Geld in der Firma zu haben. Das macht dann irgendwie auch was mit dem Wachstum der Firma, weil man diese notwendigen, risikoreicheren Schritte dann nicht mehr so geht. Und ich glaube, da kommen wir rein, da geben wir Chancen, da machen wir Chancen, den Unternehmern zu sagen, nimm ein bisschen Geld vom Tisch und dann mach's mit uns zusammen richtig groß. Und die Chance geben wir den Unternehmern und sind natürlich auch sehr gerne dabei. Ja, vielleicht können wir das nächste Mal mal in ein Unternehmen gehen, was Sie finanziert haben. Würden wir uns darüber freuen, weil wir auch natürlich gern die Portfoliofirmen mal spiegeln, weil das sind die Erfolgsgeschichten. Und wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.